Und ich nehme noch einmal Anleihe bei der christlichen Mystik, das Zinkrug-Erlebnis von Jakob Böhme. Eines Tages fällt Jakob Böhme ein altes Zinngefäß auf, in dem sich gerade die Sonne spiegelt, und wird plötzlich, während er den Gegenstand anstarrt, in eine andere Welt entrückt. Die ganze Herrlichkeit der Schöpfung blüht auf einmal in dieser Szene auf. Dies ist nur ein schlechter, grober Zinnkrug. Und doch ist in ihm die ganze Sonne. So seine Worte. Böhme vermochte für einen Moment in den Weltinnenraum zu blicken und erkennt, dass alles sich nur an seinem Gegenüber zu offenbaren vermag. Wahrnehmung nur durch das andere glücken kann.